Was bedeutet Patriotismus heute? Uwe Doll befragt seinen Gast nach seinem ganz persönlichen Verständnis. Das patriotische Salongespräch bei Tide TV. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch im Namen der Patriotischen Gesellschaft von 1765 ganz herzlich zum dritten patriotischen Salongespräch, heute erstmals live auf Tide TV. Ich begrüße sowohl unsere Gäste hier im Studio als auch jene, die uns auf dem Bildschirm zusehen und zuhören. Ich bin sicher, es wird sich lohnen, denn ganz besonders begrüße ich heute einen wunderbaren Gast, den Schauspieler und Regisseur Haag Boom. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Haag Boom wurde am 18.05.1939 in Hamburg geboren und wuchs auf der Nordseeinsel Amrum auf. Sein Vater war Obersenatsrat, die Mutter Studienrätin. Sein leider bereits verstorbener Bruder war der Schauspieler Marquard Boom, durch den Haag Boom bereits früh mit der Welt des Films und des Theaters in Berührung kommt. Boom macht 1959 in Hamburg Abitur, studiert danach Rechtswissenschaft in Hamburg, Berlin und Lausanne. Als Kunsthändlergehilfe arbeitet Boom dann in München und beginnt dort auch seine Referendarzeit, die er aber 1969 abbricht, um sich ganz dem Film zu widmen. 1970 wird er Mitinitiator und Gesellschafter des Filmverlags der Autoren sowie des Hamburger Filmfests und unterhält seit 1974 eine eigene Produktionsfirma. 5 Jahre später wird Boom Gründungsmitglied des Hamburger Filmbüros. 1992 gründet er den Studiengang Film an der Universität Hamburg, den er viele Jahre lang leitet. 2004 wird der Studiengang an die Hamburg Media School überführt. Haag Boom lebt bis heute gemeinsam mit seiner Frau Nathalie in Hamburg und hat 4 Adoptiv- sowie 2 Pflegekinder. Herr Boom, Ihr Kollege, Regiekollege Edgar Reitz hat sich mit dem Thema Heimat in einem vielbändigen, kann man sagen, Filmepos auseinandergesetzt. In seinem Fall mit der Herkunft aus dem Hunsrück, auch einer besonderen Gegend. Sie sind auf der Nordseeinsel Amrum aufgewachsen, haben sich auch mit dem Thema Heimat auseinandergesetzt, allerdings auf eine ganz andere Art und Weise, als Edgar Reitz dies getan hat. Welche Weise das ist, dem möchte ich mich gern gemeinsam mit Ihnen im ersten Teil des Gesprächs nähern. Um einen kleinen Einstieg zu finden, würde ich eigentlich gerne etwas von Ihnen zitieren. Das heißt, nicht gleich von Ihnen, sondern eine kleine Zeile eines Gedichts von Theodor Storm, den Sie selbst zitiert haben, in einem Vorwort eines kleinen Bändchens mit Liebesgedichten von Theodor Storm, das vor 3 Jahren bei Hoffmann und Campe hier in Hamburg erschienen ist. Ich möchte nur 2 Zeilen des Gedichts zitieren. Und geht es in die Welt hinaus, wo du mir bist, ist mein Zuhause. Und sie schreiben dazu, nicht die Verklärung von Heimat ist hier von Storm zur Sprache gebracht. Theodor Storm ist kein nordfriesischer Heimatdichter. Er ist ein Dichter. Er hat eine Empfindung so in Worte gefasst, dass unser Gefühl durch Sinn und Melodie in ein Schweben versetzt wird. Wer sich so, wie im Falle von Theodor Storm, mit Heimat auseinandersetzt, der hat einerseits ein tiefes Gefühl dazu, andererseits aber auch ein ganz besonderes Verständnis davon. Kann man sagen, dass das bei Ihnen etwas ähnlich ist, dass es da eine Verwandtschaft gibt? Also, das wage ich nicht zu sagen, weil Theodor Storm ist für mich so ein Riese. Ich glaube, im Nachhinein
Im Nachhinein sind Nordsee ist Mordsee und Moritz, lieber Moritz und auch Yasemin, also drei Filmtitel, die ich da nenne, das sind Heimatfilme, weil sie nur entstehen konnten aus meiner ja schon vorbewussten, unbewussten Bindung an Hamburg, aber eben auch Bindung an besondere Ecken von Hamburg. Nordsee ist Mordsee spielt auf Wilhelmsburg, in Wilhelmsburg, oder ich sage auf Wilhelmsburg, weil Wilhelmsburg eine Insel ist. Und Nordsee ist Mordsee hat auch deshalb gleichzeitig einen autobiografischen Hintergrund, weil die beiden Jungs, die da zueinander finden, sind ein Kanaker und ein Junge, der aus seiner Gang rausfliegt. Und das sind meine Söhne geworden, meine Adoptivsöhne, aber meine Söhne. Ich denke nie daran, dass die adoptiert sind. Also es ist ein doppelter persönlicher Bezug dazu. Und Moritz, lieber Moritz, das ist fast ein autobiografischer Film, der spielt dann auf der anderen Seite der Elbe in Großflottbek-Othmarschen. Das ist dort, wo ich, nachdem ich von Amrum zurückkam nach Hamburg, dann gelebt habe. Es ist also eigentlich die, wenn Sie so wollen, die bürgerliche Gegenwelt gegen die ursprüngliche Arbeitersiedlung Wilhelmsburg. Aber es ist eben auch ein Film, der nur wenigstens aus der Perspektive des Machers zu verstehen ist, wenn man die Vertrautheit mit dieser Gegend sowohl als geografischem als auch als einem seelischen Ort einbezieht. Und insofern, und der dritte Film ist Yasemin, der in Altona spielt. Und Altona ist auch eben die Backstory, wenn Sie so wollen. Diese Geschichte konnte so nur in Altona spielen, weil die Heldin Yasemin ist die Tochter eines türkischen Gemüsehändlers und so um die Bahrenfelder Straße, Friedensallee herum, haben ja sehr früh sich türkische Mitbürger auch als Kleinunternehmer etabliert. Und das ist gleichzeitig neben der Liebesgeschichte, die da erzählt wird, ein Porträt dieses Stadtviertels. Also würde ich sagen, alle drei Filme, möglicherweise kann man es über die anderen Filme auch sagen, aber diese drei Filme sind bestimmt in dem Sinne, glaube ich, in dem wir im Augenblick über Heimat anfangen zu sprechen, Heimatfilme. Mhm. Sie haben eben gesagt, seelischer Ort, das finde ich sehr interessant, weil ein seelischer Ort ist ja etwas, was man überall mit hinträgt. Und trotzdem meine ich jetzt herauszuhören, dass vielleicht Ihre Bindung jetzt an den Ort Hamburg, an die Stadt Hamburg, sogar noch stärker ist als an die Insel, auf der Sie aufgewachsen sind. Kann man das sagen? Das ist schwer zu sagen. Also auf jeden Fall würde ich zunächst mal sagen, dass was Kindheit angeht und das, was sofort dann an die Oberfläche kommt, das ist Amrum. Also während ich das jetzt sage, höre ich zum Beispiel den Birnenbaum, der neben unserem Haus stand und der immer rauschte. Ja? Oder ich höre dieses Rauschen, was die Brandung verursachte. Oder mein ältester Freund, der mir gerade zum Geburtstag gratuliert hat, sitzt auf Long Island. Aber das ist der Junge vom Nachbarhof auf Amrum. Und die Liebe zu Theodor Storm hat ganz bestimmt was mit dieser Landschaft zu tun. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Storm, was ich jetzt nicht aufsagen werde. Aber da gibt es eine Zeile, die heißt,
der Himmel über uns so weit und du so jung. Unmerklich geht die Zeit. Wie still die Luft, des Regenpfeifers Schrei scholl klar herüber von dem Meeresstrande. Und wenn ich das sage, dann sehe ich das vor mir. Und zwar deshalb, weil das Bilder sind, die einfach automatisch entstehen, nicht? Während das, sagen wir, der intellektuell bewusste Hagbohm, der ist in Groß-Flottbek entstanden und auch sicher durch das Christianeum. Das Christianeum war in den 50er Jahren ja noch sehr bewusst eine liberale, der Aufklärung verpflichtete Jungschule, die wahrscheinlich, wenn wir an die patriotische Gesellschaft denken, eine ganz ähnliche Entstehungsgeschichte hat und ungefähr auch so alt ist wie die patriotische Gesellschaft und ungeheuren Wert auf Aufklärung und Humanismus legte. Genau, also das denke ich auch. Ich möchte noch mal kurz zu Theodor Storm zurückkommen. Sie haben ihn in dem erwähnten Vorwort, haben Sie ihn als doch, nein, das stimmt gar nicht, ich sage hier was Falsches. Sie haben in dem Vorwort über Ihren Lehrer geschrieben auf Amrum. So ist das, genau. Herrn Mozartski. Genau, der sehr ein sehr strenger Mann war und Sie haben ihn geschildert und dann doch ein Verständnis dafür auch entwickelt, denn er konnte nicht anders. Er war, wie er war, er hatte die Flucht aus Ostpreußen erlebt und kam jetzt als Ostpreuße auch mit diesem Dialekt nach Amrum. Also ein Fremder kommt nach Amrum, was ja doch heute vielleicht nicht mehr so ungewöhnlich ist, aber damals natürlich in der Fluchtsituation, in der Nachkriegssituation auch nicht so ungewöhnlich, aber doch in der Geschichte der Insel wahrscheinlich früher hat es das so wahrscheinlich nicht gegeben. Das heißt, um jetzt nochmal zu Storm zu kommen, Sie sagen, Storm beobachtet die Menschen. Er beobachtet die Menschen als Natur, als das, was sie sind. Das fand ich hochspannend, weil das ja ein moderner Gedanke ist. Das ist Storm war auch ein, also ich glaube, das sage ich nebenbei und empfehle auch, ihn zu lesen, und zwar nicht nur seine Novellen, sondern seine Gedichte. Storm war ein hoch aufgeklärter Mann, ein fast aggressiver Agnostiker. Also Spinoza hat mal gesagt, Deus sive natura, also Gott ist Natur. Ja, genau. Und so ähnlich, glaube ich, hat Storm auch gedacht. Und das hat mich immer fasziniert an ihm, weil dieser Gedanke der Aufklärung sich überhaupt nicht mit dem Heimatkitsch vertrug, den dann insbesondere die Nazis versucht haben, aus Storm zu machen. Die Nazis haben ja versucht, aus Storm einen Heimatdichter zu machen im Sinne eines einengenden Heimatbegriffes, der also davon ausgeht, dass in der Heimat nur die wirklich mitreden dürfen, die auch zur richtigen Rasse gehören. Und Nordfriesen sind dann irgendwie so der Inbegriff des Germanischen. Und wer mich anguckt, wird sehen, dass ich nicht gerade Siegfried bin. Also das hat mich immer geärgert. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, das habe ich auch geschrieben, dass Mozartski, der Lehrer, vor dem ich heute Respekt habe, mir eigentlich den Storm ausgeprügelt hat, weil wir mussten das auswendig lernen. Und wir hatten nun wirklich andere Sachen im Kopf als Gedichte auswendig lernen. Sie müssen sich vorstellen, die ersten Jahre nach dem Krieg auf Amrum waren wirklich, wirklich arm. Das konnten wir uns nicht vorstellen, weil Armut versteht man erst, wenn neben einem die Reichen leben. Aber wir mussten eben immer los. Entweder mussten wir auf dem Feld arbeiten, auch als Achtjährige, als Zehnjährige.
Dann haben wir Möweneier gesucht und so weiter. Also unser ganzer Sinn war auf was völlig anderes gerichtet, als ein Gedicht von Storm auswendig zu lernen. Ich habe das später gemacht und ich liebe das. Ich liebe das so, dass ich manchmal anfange zu weinen. So ergreift mich das. Ja. Ich kann das gut nachvollziehen, ja. Sie haben über Ihren Lehrer geschrieben, aber Sie haben, und ich habe auch ansonsten eigentlich nichts darüber gefunden, nichts über Ihr Elternhaus geschrieben. Wie würden Sie Ihr Elternhaus charakterisieren? War das auch sehr streng? Oder? Streng, akademisch, ja. Konservativ. Okay. Wie ist es zustande gekommen, dass Sie dann von Amrum doch nach Hamburg aufs... Weil ich aufs Gymnasium sollte. Okay. Aber meine Mutter war auch Akademikerin. Also meine Mutter war, hat Archäologie studiert und Latein und war dann später auf dem Mädchengymnasium in Altona in der heutigen Max-Brauer-Allee Studienrätin. Und mein Vater war eben, wie Sie ja gesagt haben, Senatsrat, Obersenatsrat. Und so nachdem die Wirren des Krieges sich gelegt hatten und so sind wir dann zurückgekommen. Aber der Anlass war dann, dass ich aufs Gymnasium sollte. Okay, aber die ganze Familie ist dann wieder nach Hamburg gezogen, sozusagen. Ja. Ja. Meine Mutter stammt aus der Familie Quedens und das ist eine Amrumer Familie. Mhm. Sie haben dann auf dem Christianeum, wie Sie es schon sagten, Abitur gemacht und haben dann ein Jurastudium begonnen. Hatte das damit zu tun, dass Ihr Vater auch Jurist war? Also oft ist es ja so, dass man sich gerade von konservativen Vätern dann eher absetzt. Ich kann das für mich zum Beispiel so sagen, dass ich wollte was ganz anderes machen. Mein Vater war Beamter auch und auch sehr starr und sehr konservativ. Bei Ihnen war es offenbar jedenfalls zu dem Zeitpunkt nicht so. Nein, mein Vater war ein... Von heute aus gesehen möchte ich fast sagen, unangenehm konservativer Typ, der Malteserritter war und so, können Sie sich vorstellen. Aber er war mit den Kindern ungeheuer liberal. Und diese Prägung, dass ich Jurist werden sollte, das geschah eigentlich nebenbei. Das war nicht so, wenn du nicht, dann bist du nicht mehr mein Sohn, nie. Auch später, als ich... dann in der Studentenbewegung und so links war, hat er sich nie abgeschottet, war immer herzlich, obwohl ich eigentlich seiner Gesellschaft die Ausrottung angedroht habe. Ja. Kann man sagen, dass Sie auch in dieser Jurisprudenz, in der Rechtswissenschaft schon etwas gesucht haben, was Sie vielleicht später in Ihren Filmen auch gesucht haben? Denn die Rechtswissenschaft ist ja auch etwas, was im Grunde keinen festen Boden hat, sondern etwas, was, was immer wieder neu zu erkämpfen ist und definiert werden muss und eigentlich ein Produkt der Zivilisation ist, das heißt der Entfremdung des Menschen eigentlich von seinen Ursprüngen. Das ist ja etwas, was dann später auch in Ihren Filmen durchaus wiederzufinden ist. Kann es sein, dass das schon damals so ein bisschen was damit zu tun hatte? Ich glaube, was mich fasziniert hat an der Rechtswissenschaft ist die, ich möchte fast sagen, die freischwebende Logik, weil die Axiome sind ja, die Axiome der Jurisprudenz sind ja im Grunde genommen gesellschaftliche Übereinkünfte. Also die Jurisprudenz hat keinen, anders als die Naturwissenschaften, ja keinen absoluten, keine absolute Basis, auf die man sich immer wieder beziehen kann, sondern sie, gerade im demokratischen Staat, definiert sie sich auch immer wieder neu. Nicht? Das, schauen Sie, das beste Beispiel gerade für mich ist jetzt, dass offenbar ein Konsens von Herrn Seehofer bis
in Die Linke besteht, dass, wie heißt der, Gauland gerade Boateng, den Fußballspieler Herrn Boateng, beleidigt hat. Das ist ja der Straftatbestand 185. Und das wäre sicher vor 30 Jahren, wäre niemand auf die Idee gekommen, oder vor 40 Jahren, darin eine Beleidigung zu sehen, wenn man sagt, den Schwarzen möchte niemand als Nachbarn haben. Daran sieht man, wie die Werte verändern sich und damit verändert sich auch die Art und Weise, wie Gesetze angewendet werden. Krasseste Beispiel ist der Paragraf 175. Ich erinnere mich, als ich Jura studierte, hat mich mal ein Anwalt gebeten, einen Prozess gegen einen Homosexuellen zu protokollieren, weil er vor dem gleichen Richter dann wiederum einen Homosexuellen würde verteidigen müssen. Und das war eines meiner der krassesten Erfahrungen, dass diese, ja, ich habe damals schon gesagt, das ist angeboren und wie das zu einem Straftatbestand gemacht worden ist. Also Sie müssen sich vorstellen, da ist ein 20-Jähriger, der vom Christianeum kommt, also der Aufklärung verpflichtet ist. Wir haben auch, ich habe auch das große Graecum machen müssen, also Homosexualität ist in der griechischen Gesellschaft, in der griechischen Geschichte selbstverständlich gewesen und plötzlich sitzt man da und hört, was da der Staatsanwalt. Und insofern gebe ich Ihnen recht, die Rechtswissenschaft ist eine sich wandelnde Verabredung der Gesellschaft. Aber was mich fasziniert hat, glaube ich, war auch die Logik, unsere Rechtswissenschaft basiert ja auf dem, was die Römer entwickelt haben. Und diese Logik ist bis heute faszinierend. Ich bin dann später, habe ich mich eigentlich nur noch für Strafrecht und Verwaltungsrecht und Staatsrecht interessiert, nicht? Also das bürgerliche Recht und so, das ist mir abhanden gekommen. Was hätten Sie werden wollen, wenn Sie bei der Juristerei geblieben wären? Wahrscheinlich zuletzt Strafverteidiger. Mhm. Okay, die Juristerei ist ja, ich hatte das eben, glaube ich, schon mal gesagt, man kann es ja sehen, jedenfalls die liberale Juristerei, wenn man die Rechtsgeschichte betrachtet, vielleicht bei den Römern angefangen, auch immer ein Ringen um Zivilisationen gewesen. Und wenn man das sieht, dann ist es eigentlich nicht mehr so fern zu dem, was Sie einerseits über Theodor Storm schreiben, über dessen sexuelle Orientierung Sie auch sogar sehr klare Worte finden und durchaus, wie ich finde, respektabel, phänomenologisch, sag ich mal, damit umgehen, wie Sie es eben auch für Homosexuelle geschildert haben. Das heißt, es ist ein Ring um Zivilisation. Und wenn man dann sieht, was Sie schreiben, was Kunst ist und was Kunst bedeutet, dann deutet das auch ein wenig in diese Richtung, dass man nämlich einerseits die Emotionen der Menschen ansprechen muss, damit sie sich überhaupt interessieren, aber man muss auch etwas Neues, etwas Überraschendes hinzufügen. Sie haben gesagt, Mann beißt Hund, also Briefträger beißt Hund. Dieser Effekt, er muss irgendwie da sein. Das ist das, was es eigentlich ausmacht. Ist das sozusagen vielleicht dann auch der Ausgangspunkt gewesen, dass Sie gesagt haben, okay, die theoretische Beschäftigung mit Juristerei ist vielleicht dann doch noch nicht das Leben selbst, sondern das Leben selbst findet woanders statt? Oder wie kam das Interesse dann doch, dass man gesagt hat, das ist ja doch ein Risiko? Ich meine, als Jurist hat man doch eine vorgezeichnete Karriere vielleicht, die irgendwie funktionieren kann. Als Filmemacher, Schauspieler, noch dazu, wenn man nicht auf einer Schauspielschule war, ist es ja doch schwieriger. Das heißt, der Antrieb muss ja doch stark sein. Was war der Antrieb? Na, lassen Sie mich mal vorweg sagen, in meinem Selbstverständnis bin ich kein
wirklicher Schauspieler. Ich weiß, dass ich verschiedene Rollen gespielt habe und manchmal auch gelobt worden bin dafür, aber ich bin ein Filmemacher und man stellt sich das so vor, vielleicht, dass man da sitzt und wie so ein Kaufmann abwägt, ob man jetzt in Mexiko in eine Bananenplantage investieren soll und was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Ich sage das deshalb, weil mein Großvater war Hacienda Manager in Yucatan. Und für mich war das ein rein emotionaler Prozess. Als war die Aussicht darauf, dass mir das sehr viel mehr Spaß machen würde. Spaß jetzt nicht im Sinne von so, sondern wenn Sie es pathetisch sagen wollen, dass es mehr Erfüllung bieten würde. Aber es war ein rein emotionaler Prozess. Ja, aber was für eine Emotion? Die muss ja stark gewesen sein. Was für eine Emotion war das? Ich meine, sonst wäre ich es nicht geworden. So das denke aber ich. Ich merke auch, dass ich gar nicht ergründen will, was das für eine Emotion war. Es war eben so. Und das Risiko, ja, das denke ich auch manchmal. Und dann, aber auch das kann wirklich ja Quatsch sein, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, ich bin durch die Insel und durch die Geschichten meiner Vorfahren, die ja in erster Linie für das Kind Amruma waren, zu Risikobereitschaft erzogen worden. Weil wenn sie auf so einer Lütteninsel leben, dann müssen sie raus. Also mein engster Freund, von dem ich schon sprach, der lebt jetzt auf Long Island. Und auf Long Island leben mehr Amrum-stämmige Leute als auf Amrum selbst. Also, und ich sagte schon, mein Großvater war in Yucatan, meine Großeltern haben in New York geheiratet. Das waren alles so Storys, aus denen sich ja ein Teil der Identität bildet, aus diesen Geschichten. Und insofern habe ich ich habe nie Zukunftsangst gehabt. Okay. Ich möchte doch noch mal, Sie haben eben gesagt, Sie sehen sich nicht als Schauspieler. Das kann ich auch gut verstehen. Trotzdem möchte ich da noch mal drauf zurückkommen, denn Sie haben ja eine Vielzahl von Nebenrollen gespielt. Und ich sage jetzt mal ganz frech oder freundlich zu Ihnen, aber ich meine das auch wirklich, wenn Sie in Amerika gelebt hätten und in Hollywood-Filmen diese Nebenrollen gespielt hätten, hätten Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Oscar für irgendeine Nebenrolle bekommen. Ich finde selten, wirklich im deutschen Film, ich wüsste kaum jemanden, der über eine ganz kleine Rolle so im Gedächtnis bleibt, wie Ihnen das gelungen ist. Also durch Ihre Persönlichkeiten, die Sie da dargestellt haben, immer so ein wenig schräg, immer ein wenig so der Beamte oder eben solche Geschichten. Und Sie haben das ja auch selber mal gesagt, wenn ich das richtig erinnere, dass eigentlich die zentralen Rollen eben die Rolle war in die Ehe der Maria Braun und noch in zwei weiteren, das habe ich jetzt im Moment vergessen. Effi Briest, genau. Auch zum, oder ja. In der Lola. Genau, in der Lola. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon... Das sind alles Fassbinder-Filme. Ja, genau. Also da sind wir ja auch schon bei Fassbinder. Und Günter Rohrbach hat irgendwann mal gesagt, ich glaube, es war in den 80er oder 90er, vielleicht frühen 90er Jahren, als er sich auseinandergesetzt hat mit der damals sehr en vogue seienden Sache, dass deutsche Regisseure anfingen und wollten amerikanischer sein als die Amerikaner und Actionfilme drehen im Stil der Amerikaner und das besser machen. Er hat nicht viel davon gehalten und hat gesagt, wen kennt man denn unter Cineasten im Ausland als deutsche Regisseure? Man kennt Rainer Werner Fassbinder. Und warum kennt man ihn? Weil seine Filme so deutsch sind, wie sie Deutscher gar nicht sein können. Und
Das wollen die Leute sehen, wenn sie in einen deutschen Film gehen. Sie wollen nicht in einen deutschen Film gehen und einen amerikanischen Film sehen, den sie von amerikanischen Regisseuren besser sehen können oder mindestens genauso gut, sondern sie wollen etwas Spezifisches sehen. Und trotzdem, oder nicht trotzdem, auch muss man sagen, auch Fassbinder ist es ja gelungen, auf welche Art auch immer, die ich persönlich bis heute nicht ergründet habe, nicht nur Deutschland abzubilden, sondern genau dieses Mann beißt Hund auch hinzuzufügen. Und dazu geführt haben nicht nur, aber auch, würde ich sagen, diese kleinen Rollen, diese Besetzung, die er gemacht hat. Oder sehen Sie das anders? Wie? Ja. Also ich schätze einfach meine Funktion da nicht so ein wie Sie. Aber ein anderer Gedanke. Schauen Sie, Fatih Akin macht einen Film gegen die Wand, bekommt dafür einen europäischen Filmpreis. Wo spielt der Film? In Altona. Ganz, also ein Teil dann, der Schluss spielt in Istanbul, ja. Weil es die beiden Altonaer sind ja Türken. Ja. Aber der Film spielt in Altona. Und so wie er aussieht, kann er auch nur in Altona gedreht sein. Und das heißt, große Filmkunst ist ganz konkret, will ich sagen, provinziell. Und in ihrer Provinzialität aber wird sie international, weil sie bestimmte Themen aufgreift, die ein Japaner oder ein Eskimo sofort begreift. Also die Themen, die dieses Thema eines jungen Mädchens, die in einer liberalen Gesellschaft lebt und aber von ihrem Vater noch so erzogen wird, als wäre sie eine Bauerntochter in Anatolien, das versteht jeder sofort, dass der Vater ein Tyrann ist und dass man sich vom Vater befreien muss. Das versteht man in Mexiko und in Neuseeland. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und das Zweite ist, ein Kunstwerk muss überraschen. Es muss überraschen. Das heißt, es muss faszinieren. Aber gleichzeitig muss es dem Zuschauer die Möglichkeit, dem Leser die Möglichkeit geben, etwas wiederzuerkennen. Wenn er nur etwas sieht, was er nicht versteht, ist er gefrustet. Und ich glaube, der Dichter, der Maler, der Filmemacher schuldet dem Publikum etwas, weil er ist ohne den Zuschauer, ohne den Leser, ist er niemand. Er wird erst zum Künstler dadurch, dass Leute sein Werk wahrnehmen und darauf reagieren. Damit sind wir ja eigentlich auch schon wieder mit dem, was Sie eben gesagt haben bei Theodor Storm, nämlich genau das trifft ja auch auf ihn zu, ne? Dass er etwas geschrieben hat, was die Menschen im Herzen ergreift, ja, was sie wiedererkennen, aber es ist nicht allein das, sondern er fügt auch etwas Überraschendes hinzu. Es ist etwas Besonderes. Und das ist eigentlich das, ich sag mal, was auch die Strategie eigentlich ihrer Filme ausmacht und wo man sagen kann, das ist etwas, was charakteristisch ist, auch für ein Verständnis, was wir heute versuchen oder um das wir heute ringen, was einerseits die Wurzeln, einmal unsere eigenen Wurzeln als Person, aber auch unsere Wurzeln als Mensch überhaupt nicht verleugnet, nicht vergisst. Denn das ist immer das, was uns am stärksten bewegt, wenn es ganz tief sitzt, wenn es ganz tief drin sitzt. Aber doch nicht da verharrt, sondern damit kämpft und damit arbeitet. Und das ist ja eigentlich das, was die Aufklärung auch getan hat, dass sie versucht hat, das dieses Spannungsverhältnis irgendwie in eins zu bringen. Das ist das Verständnis von Patriotismus, was wir gerne auch als Gesellschaft voranbringen möchten. Und was ich interessant finde, ist eben einfach in Ihrem filmischen Werk
und überhaupt in Ihrem Denken und in Ihrer Person, meine ich das wiederzufinden? Wie gehen Sie selber damit um? Wie gehen Sie selber damit um mit Ihren, ich sag mal, Leidenschaften einerseits und dem immer wieder auch Entfremdeten, dem als Filmemacher arbeiten zu müssen, sich mit dem Material auseinanderzusetzen, es als Objekt ja doch irgendwo zu begreifen, und es sollen ja auch Leute ins Kino kommen. Die Produzenten haben ja gewisse Ansprüche, wenn sie nicht selbst produzieren, was sie natürlich oft machen, aber wie gehen Sie damit um? Ist das etwas, was Ihnen auch bewusst ist, oder ist das einfach völlig selbstverständlich? Also ich nenne das mal den kunstphilosophischen Aspekt, den Sie eben darstellen, der spielt für mich keine Rolle. Also ich denke nicht so, dass ich also mir eine abstrakte Aufgabe stelle, sondern bei Nordsee ist Mordsee sehe ich, wie die beiden Jungs, die wir zu uns die bei uns lebten, zuerst so waren und dann langsam miteinander etwas machten. Und darin habe ich, wenn Sie so wollen, ein Thema gesehen, weil ich selbst ja auch mit einer Frau aus einer anderen Kultur lebe, und das war am Anfang auch verdammt schwer, und ich hatte diese beiden Jungs lieb, und daraus entwickelt sich dann eine Geschichte, und ich bin Hamburger, und ich bin als ich von Amrum wegkam, habe ich mich hier sehr, sehr unsicher gefühlt in Hamburg, sehr unsicher, weil Sie müssen sich vorstellen, auf Amrum weiß jeder alles von jedem im Dorf. Und da können Sie als Junge sofort alles zuordnen. Und Sie sprechen ein Hochdeutsch mit einer ganz komischen Farbe. Und meistens sprechen Sie Friesisch. Und dann kommen Sie in die Elbvororte. Das war ziemlich hart. Und dann meine Flucht war aufs Wasser. Ich habe dann gesegelt. Nordsee ist Mordsee. Ich wollte gerade sagen. Was machen die Jungs? Gehen aufs Wasser. Die gehen aufs Wasser. So sieht man im Nachhinein, sieht man so viele autobiografische Elemente drin. Aber während man das macht, oder während ich das mache, denke ich an sowas überhaupt nicht. Irgendwie frage ich mich und meine Freunde, ist das interessant? Interessiert dich das? Und wir nehmen ja Kunstwerke nicht nur wahr als, als ein zweidimensionales Bild oder so, sondern wir nehmen ja Kunstwerke auch immer wahr als, als eine Message, als eine Sendung. Und diese Sendung, die in dem Kunstwerk drinsteckt, wahrzunehmen, zu entschlüsseln, ist hochgradig davon abhängig, wie weit das mit unseren Erfahrungen korrespondiert. Und es gibt daher Filme, die auf die Erfahrung von Philosophiestudenten abstellen. Und es gibt Filme, die auf die Erfahrung von Werftarbeitern abstellen. Und kluge Filmemacher sind in der Lage, Geschichten zu erzählen, in denen so allgemeinmenschliche Probleme die Story vorantreiben, dass der Werftarbeiter interessiert folgt
Und gleichzeitig können Sie aber eine Backstory erzählen, die auch dem in Anführungsstrichen Gebildeten etwas liefern, worin er sich als etwas ganz Besonderes wiedererkennt. Und diese Gleichzeitigkeit, das ist gerade in der Filmkultur das Allerschwierigste. Und da habe ich das Gefühl, dass wir in Deutschland total den Anschluss verloren haben. Also ein Fritz Lang, wenn Sie an M denken, die, eine Stadt sucht einen Mörder oder so, hat das in wunderbarer Weise bedienen können. Auch Metropolis oder die Nibelungen. Und ich habe das Gefühl, dass nach dem gigantischen Missbrauch, den die Nazis mit der Filmkultur verbrochen haben, unter der Führung von Goebbels, die deutschen Filmemacher unentwegt das Gefühl hatten, sie müssten mit ihren Filmen der gesellschaftlichen Aufklärung dienen und kein Vertrauen mehr zur Geschichte und zu den Emotionen hatten, die die Geschichte auslöst. Wenn wir dabei bleiben, das sagt schon eigentlich sachlich, thematisch begründet ist, dass Sie eigentlich nicht zu den Unterzeichnern des Oberhausener Manifestes damals 1968 gehören konnten und vielleicht auch deswegen, weil damals Ihr erster Langfilm noch nicht erschienen war, aber auch wahrscheinlich eben tatsächlich aus inhaltlichen Gründen. Nun war ja der Anspruch der Oberhausener nicht nur, dass sie sozusagen die breite Masse, die Arbeiterschaft, wen auch immer, aufklären wollte, sondern es war ja auch vor allem ein Protest gegen die deutsche Filmkultur der 50er Jahre. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in diesen Protest durchaus auch eingestimmt hätten. Nur nicht in dem, was stattdessen an die Stelle gesetzt werden sollte. Ja, sehe ich das richtig? Das ist etwas, wenn wir an Uli Schamoni denken und so. Also es gab durchaus Regisseure, die die Unterhaltung nicht als etwas Negatives empfunden haben. Also es gab ja diese unsägliche und möglicherweise bis heute fortwirkende und nur in der deutschen Kultur in dieser Form vorhandene Unterscheidung in Unterhaltung und ernster Kunst, E und U. Genau, gibt es ja bis heute. Ja, und es gab schon Filmemacher, die dieses E- und U-Gesetz nicht beachtet haben. Also Volker Schlöndorff, das wunderbarste Beispiel ist auch dafür, dass er sowohl dass er unabhängig, sagen wir mal, von dem Bildungsgrad des Zuschauers erzählen kann, hat man in der Blechtrommel gesehen, der zu Recht also auch international Oscar bekommen. So gepriesen wurde und den Oscar gewonnen hat. Aber es setzte sich durch, besonders durch Alexander Kluge, auch ideologisch begründet, eine Intellektualisierung des Filmes, die ich einfach nicht mitmachen wollte. Mich interessiert das Erzählen von Geschichten. Fatih Akin zu erwähnen. Fatih Akin ist einer von den wenigen, die eben wirklich Geschichten erzählen und diese Geschichten so komplex erzählen, dass sie sowohl für die Altonaer Kids interessant sind, als auch für die Philosophiestudenten der Hamburger Universität.
Ist Fatih Akin für Sie ein Patriot? Ich meine, er ist ja bekannt geworden auch mal durch diesen Ausspruch Sorry Berlin, was er bei der Berlinale gesagt hat, nachdem er ausgezeichnet worden ist. Aber ich komme aus Hamburg-Altona und dagegen kann Berlin nicht an. Das mag ja in der Euphorie nein, gewesen sein, aber... Fatih Akin ist unbedingt ein Patriot in meinem Sinne, ja. Und er zeigt auch, wie wenig Angst man vor dem haben muss, was so heute gerne mit Multikulti, denn ganz sicher spielt in seinem Fühlen und Denken auch eine Rolle, was seine Eltern ihm vermittelt haben. Seine Mutter ist Lehrerin und war auch in Hamburg Lehrerin. Ja. Also dieses Element ist, glaube ich, in seiner Arbeit unheimlich lebendig. Das glaube ich auch. Was ja auch nicht ungewöhnlich ist, aber bei Fatih Akin auch eine Rolle spielt, ist ja etwas, was auch in Ihren Filmen vielleicht sogar noch stärker eine Rolle spielt, und zwar in diesen Filmen, die Sie in dem, was Sie mir geschrieben haben, als Coming-of-Age-Filme bezeichnen, nämlich eigentlich die Suche nach Identität. Wer bin ich eigentlich? Bei Fatih Akin kann man das gut nachvollziehen, wenn man aus einer, aus zwei Kulturen eigentlich kommt, mehr oder weniger. Und bei Ihnen ist das so einfach nicht. Wie kam es dazu, dass Sie diese Frage des Coming of Age, der Adoleszenz, der Suche nach Identität, dass Sie das so stark bewegt hat? Ja, ich kann immer wieder nur enttäuschen, weil ich, das sind Intuitionen, das sind Impulse. Und dann geht man daran so mit... fast mit handwerklichen Mitteln, ja. Okay. Also hat man einen interessanten Helden, hat der Held ein Ziel, gibt es Widerstände, die interessant sind, wie überwindet der Held die Widerstände? So, das ist handwerklich. Aber weshalb man sich für ein Thema entscheidet, ist wahnsinnig schwer in rationale Argumente zu fassen. Also ist nicht so, dass da was in Ihnen ist und das muss raus? Nee. Ja, das ist so. Das ist so ein Bild irgendwie vom Künstler, der ich kann nicht anders. Also, ich brenne dafür. So, ich sehe so Luther so Luther vor. der dann vor dem Tribunal, was er angeblich gesagt hat. Ja. Sie sehen das. Ein Kreis des Ein und nicht? Und ich trage zum Beispiel seit fast 30 Jahren in mir die Geschichte eines Mädchens, die versucht, eine trächtige Wölfin im Bayerischen Wald davor zu retten, dass sie von Landwirten erschossen wird, die Wölfin. Und das ist entstanden, weil ich interessiere mich sehr für Natur und mein Freund Erik Ziemen, der war Verhaltensforscher bei Konrad Lorenz und der arbeitete im Bayerischen Wald mit Wölfen, also im Gehege, damals im Gehege. Und die Wölfe waren ausgebrochen und der Tierpfleger, der die Wölfe versorgte, hatte eine Tochter und die waren entsetzt, weil die Bauern holten sofort ihre Knarren hinterm Schrank hervor und die Wölfe waren in kurzer Zeit erschossen. Und ich habe immer mir vorgestellt, dass unter diesen Wölfen war nämlich eine trächtige Wölfin. Und ich weiß, wie dieses Mädchen, ich sehe die vor mir, wie die geweint hat, dass also diese Wölfin dann auch erschossen wird. Aber ich finde keine Story. Ich finde keine, ich sehe immer dieses Mädchen, ich sehe, wie sie, also ich sehe die auch dann im Wald, aber ich finde keine Story.
Also das ist dann die Not, in der man sich befindet. Ja. Das ist der Funken, von dem Goethe vielleicht gesprochen hat, der vielleicht noch fehlt, der irgendwann dann kommt, den man nicht herstellen kann. Ich möchte jetzt noch mal kommen auf, mag gar nicht sagen, die andere Seite Ihrer Tätigkeit, weil Sie haben so viele Seiten. Sie haben ja schon gesagt, sind auch sehr naturinteressiert und engagieren sich in dieser Richtung und sind Ornithologe, leidenschaftlicher Birdwatcher, Birdwatcher, okay, also für die nicht englischkundigen Vogelbeobachter. Ja. Aber Sie sind auch jemand, was man vielleicht auch nicht unbedingt gleich denken würde, der in Institutionen arbeitet und für Institutionen gearbeitet hat und Institutionen vor allem gegründet hat. Also zum Beispiel, haben Sie den Filmverlag der Autoren mitgegründet, mit Kollegen, die Sie jetzt auch vorhin teilweise so ein bisschen kritisiert haben vielleicht. Wie kam es dazu? Was hat Sie dazu gebracht, tatsächlich in dieser Weise auch, ich nenne es jetzt mal administrativ oder strukturell tätig zu werden? Ja, weil ich davon überzeugt bin, dass Mensch sich organisieren muss. Schauen Sie, wenn Sie, und ich glaube, dass das ist gefährlich, was ich jetzt sage, aber dass das archaisch in uns wirkt. Wir brauchen, auch wenn wir, wirklich gefährlich, was ich sage, aber wenn wir gemeinsam auf die Jagd gehen wollen, dann müssen wir uns organisieren. Also man muss eine bestimmte Taktik und Strategie entwickeln, um einen Mammut zu erlegen. Aber Sie sehen ja praktisch, wenn Leute Fußball spielen wollen, dann tun sie sich zusammen und gründen einen Verein. Und wenn Leute wie wir, die wir weder über Geld verfügten, noch zunächst mal über die richtigen Beziehungen, wenn wir Filme machen wollten, dann mussten wir als Gruppe auftreten und Aufmerksamkeit erregen. Und wenn sich in Hamburg etwas ändern sollte, wenn Hamburg eine Filmstadt werden sollte, dann mussten wir, die Filmemacher, hier auch als Gruppe auftreten. Es gab ja, bevor wir aus München hierher kamen, es gab ja Filmemacher in Hamburg. Otto Karunze, also ja. Mir fallen jetzt nicht so viele Namen ein, das liegt aber daran, dass ich namensschwach bin. Aber es gab auf jeden Fall, dann gab es die ganze Szene hier um die HFBK, also die Experimentalfilmer, die Leute wie mich nicht so gerne sahen. Aber wenn man das in Hamburg ändern wollte, musste man als Gruppe auftreten. Und also musste man hier eine Gruppe gründen. Und das habe ich gemacht. Und habe gleichzeitig dann auch Ulrich, also den damaligen Bürgermeister Hans-Ulrich Klose überzeugen können, dass wenn Hamburg eine Filmstadt werden sollte, dann muss der Staat Fördermittel zur Verfügung stellen. Und als wir so Mitte, Ende der 80er festgestellt haben, dass der deutsche Film überhaupt keine Rolle mehr spielte, da habe ich mir viele deutsche Filme angeschaut und gedacht, was fehlt, ist eigentlich das handwerkliche Know-how. Und Reinhard Hauff, ein Freund von mir und auch ein Filmemacher, der wurde damals Präsident der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, also der dortigen Filmhochschule, und der sagte, man muss den Künstler reifen lassen. Und ich habe das vorhin schon angedeutet, der Auffassung, Talent kann man nicht lernen, aber man kann lernen, das, was das Talent an Intuition vermittelt, umzusetzen. Also Film oder Kunst überhaupt ist ja eine Form von Sprache.
Und diese Sprache kann man bis zu einem gewissen Grad erlernen. Und damals war es so, dass Jürgen Flimm und der große Opernregisseur Götz Friedrich, angeregt durch den damaligen Präsidenten der Universität, ein Institut für Theater und Musik gründen wollten. Und Jürgen Flimm und ich waren befreundet und Jürgen hat mich gefragt, ey, warum bist du nicht dabei? Und das war dann die Möglichkeit, das Aufbaustudium Film an der Universität Hamburg zu gründen. Mhm. Beim Filmverlag der Autoren, wie haben Sie es geschafft, Rudolf Augstein dazu zu bringen, da einzusteigen? Rudolf Augstein hat mal gesagt, Hark ist mein teuerster Freund. Das kann ich mir vorstellen. Weil letzten Endes hat der Filmverlag ihn 10 Millionen gekostet. Ja, sowas kann man schwer erklären. Rudolf Augstein war ein Filmfreak. Seine damalige Freundin, Ehefrau Gisela Stelli, machte Filme. Und wir kannten uns. Was soll ich mehr sagen? Also, und dann gibt man mal so 10 Millionen auch. Nein, das sah am Anfang ganz anders aus. Am Anfang ging es um, auch das sind Summen, aber es ging um ein paar Hunderttausend. Okay. Ja. Und das wuchs dann. Okay. Das wuchs. Mhm. Aber sehen Sie, diese Szene, Sie haben Gisela Stelli erwähnt, die ja sozusagen eine Muse von Martin Kippenberger war. Haben Sie da Kontakte gehabt auch oder war das eigentlich mehr dann über Augstein? Nein, also ich habe zwar Kontakte zur bildenden Kunst gehabt, weil ich mit Horst Janssen befreundet war. Also wir wohnten in der Warburgstraße unter demselben Dach. Aha. Und zufällig oder? Zufällig. Ah, ja. Ich war nach ich war durch mein Interesse an Kunst, also ich habe immer ein Interesse an der darstellenden Kunst gehabt und ein Interesse an der bildenden Kunst. Also ich war schon als 15-Jähriger oder so im Schauspielhaus, als Gründgens Intendant war. Und was Horst Janssen machte, hat mich wahnsinnig fasziniert. Und das war, ich glaube, indirekt war Horst Janssen auch ein Mensch, der mich schon von der Perspektive, Jurist zu werden, entfernt hatte. Aber das sage ich heute, weil ich habe das nicht so erlebt. Nur das Leben oder die Arbeit, die Horst Janssen machte, interessierte mich viel mehr als mein Studium. Mhm. Ja, das kann doch ein Impuls sein. Das ist doch sehr nachvollziehbar. Und ich finde auch bis heute, also, dass er ein völlig unterschätzter Künstler ist. Leider ein wenig vergessen inzwischen fast. Ja, der hat also den Fehler gemacht, dass er einfach viel zu viel produziert hat und dass das so eine Schwemme gegeben hat. Aber wenn Sie besseren, nicht diese Gelegenheitszeichnung, also es gibt wahrscheinlich von mir irgendwie 10 Porträts, die er, wenn so wir sitzen da und er zeichnet, aber wenn er sich wirklich hingesetzt hat und gezeichnet hat, das ist Weltklasse. Das glaube ich auch. Sie haben eben am Anfang, als wir diesen Teil begonnen haben, gesagt, wie Sie mit Hans-Ulrich Klose damals gesprochen haben und ihn davon überzeugt haben, erstmal, dass Hamburg doch Filmstadt werden sollte und dass man auch etwas dafür tun muss. Sie haben eine Menge getan. Sie haben ja nicht nur das getan, was wir eben gesagt haben mit dem Studiengang, sondern viele
weitere Sachen, also das Filmbüro ja doch stark mit initiiert und mindestens in den ersten Jahren immer wieder begleitet und unterstützt und so weiter. Würden Sie sagen, Hamburg ist heute eine Filmstadt? Also es hat Früchte getragen, ein Drehort ist es ja durchaus, aber das kann man auch sagen, das war früher auch schon der Fall. Ist das schon ja, eine weil, Filmstadt? Also Hamburg, es gibt doch sehr viel mehr Filmregisseurinnen oder Regisseure, ich will jetzt nicht die Namen runterbeten, aber wenn wir an Hermine Hundgeburt denken und also viele andere, das war, als wir hier anfingen, nicht so. Es gab und es gab wirklich interessante, international gerühmte Experimentalfilme. Also mir fällt Nekes ein, aber es, ja, Jochen Gerz auch. Ja, wie Borny und so. Also das war eine Hamburger Szene. Aber es gab eben nicht jemanden wie Fatih oder Hermine. Also. Der Name fällt mir jetzt nicht ein. Der ehemalige Filmkritiker der Zeit hat ja auch damals in Hamburg Filme gemacht. Sie haben auch ein schlechtes Namensgedächtnis, ich auch, da komme ich nicht drauf. Aber ja, es gab ein paar, aber sicherlich ist es nicht vergleichbar mit der Infrastruktur und auch mit den Menschen, die inzwischen hier in Hamburg Filme machen und in diesem Bereich arbeiten. Das würden Sie schon sehen. Ja, aber Hamburg hatte eins, muss man sagen, also wir saßen in Altona und Hamburg hatte eine sehr starke Fernsehindustrie und das hat es bis heute mit Studio Hamburg und dann Töchtern und anderen. Und insofern ist Hamburg auch immer ein interessanter Fernsehdrehort gewesen. Aber das war schon so, dass die waren auf der Ostseite der Alster und wir waren auf der Westseite der Alster. Und in den 70ern und 80ern fühlten sich die Kinofilmregisseure doch immer als etwas anderes. Ja? Ihre Filme wurden im Feuilleton besprochen und die Filme der Fernsehregisseure wurden auf der Fernsehseite besprochen. Ja? Das hat sich ja interessanterweise völlig verändert in den letzten 5, 10 Jahren. Heute sind ja Serien wie Breaking Bad, aber House of Cards, also Serien ja fast interessanter als der Durchschnitt der Kinofilme, weil sie auch eine andere Erzählzeit haben. Ich denke, so diese neue Serienform, das ist das, was im 19. Jahrhundert der Roman war. Nicht? Dickens oder Balzac haben ja ihre Romane in Stücken geschrieben für die Tageszeitung. Und das ist dann immer eine Serie, ein Teil und dann kommt der nächste. Und sie können mit einem langen Atem erzählen. Tom Tykwer macht gerade eine Serie. Also Tom Tykwer ist einer der ganz renommierten deutschen Regisseure. Das ist interessant, dass sich das so ändert im Augenblick. Ja, obwohl man ja eigentlich schon einen Abgesang auf das Fernsehen immer wieder hört. Aber tatsächlich gibt es vielleicht gerade deswegen auch neue Möglichkeiten, neue Formen, die sich durchsetzen. Allerdings, ja, Sie haben ja ein paar Beispiele genannt, nicht aus Deutschland. Ne? Naja, Tom Tykwer macht im Augenblick, ich habe mit einem meiner ehemaligen Studenten, Niki Stein, unter dessen Führung an einer Serie gearbeitet, einer achteiligen Serie gearbeitet. Jetzt das Drehbuch ist Drehbücher sind abgeschlossen für die UFA-Geschichte von 5 Kameraden aus einem Regiment im Ersten Weltkrieg, das in erster Linie damit befasst war, Meldungen nach vorne zu bringen. Ein Hauptmann, ein Oberleutnant, ein Leutnant, ein Sergeant und ein Gefreiter. Und der Gefreite, der Meldegänger, hieß Adolf Hitler. Und daraus haben wir eine achteilige Serie entwickelt. Und die hat schon
auch den Anspruch, einerseits ganz genau sich an die historischen Bedingungen zu halten und andererseits aber eben auch so erzählt zu sein, dass sie auf Japan, in Japan auch interessant ist. Bevor wir dann auch zu Zuschauerfragen kommen, wie wir das hier immer machen, die Ruth Geiger dann hier Ihnen stellen wird, müssen wir noch unbedingt auf einen Themenbereich kommen, der doch wichtig ist, gerade weil oder auch wenn, wie auch immer, er privat ist, nämlich Ihre Familie. Sie haben eine ungewöhnliche Familie, das kann man, glaube ich, schon sagen. Noch nicht so ungewöhnlich ist es heutzutage, wobei Sie ja schon lange verheiratet sind, damals war es sicher auch noch was anderes, dass es eine, dass Ihre Ehefrau keine Deutsche ist, aus einer anderen Kultur kommt. Aber doch ungewöhnlich ist es, dass Sie 4 Kinder adoptiert haben, noch dazu 2 Pflegekinder. Jetzt haben Sie mir vorhin schon ein paar Mal den Wind aus den Segeln genommen, indem Sie gesagt haben, ich möchte eigentlich gar nicht meine Motive, warum ich das mache, so reflektieren. Die sind einfach da und so ist es eben. Trotzdem versuche ich es nochmal. Ist das etwas, was einfach sich so ergeben hat? Oder steht da schon irgendwie auch eine Überzeugung dahinter? Nein, dahinter steht keine Überzeugung. Dahinter steht einfach nur der Wunsch, Vater zu sein. Ja gut, aber deswegen muss man nicht gleich 6 Kinder adoptieren. Ich, also, schauen Sie, oder? Meine Frau kommt aus einer Familie mit 7 Kindern. Ich habe 3 Geschwister, die von der gleichen Mutter geboren sind und 3 Geschwister, die von einer anderen Mutter geboren wurden. Es war für meine Frau und mich immer selbstverständlich, dass wir eine große Familie haben wollten und und wir denken nie darüber nach. Also wenn jetzt muss ich mich damit oder ich sehe mich jetzt damit konfrontiert, aber meine Kinder, unsere Kinder sind unsere Kinder und wir denken nie, das sind adoptierte Kinder, es sind einfach unsere Kinder. Das ist klar, das denke ich mir. Ja, aber es gibt auch nichts zu erklären da. Das, ich meine, das Einzige, was man heute sagen kann, was ungewöhnlich ist, vielleicht ungewöhnlich ist, dass meine Frau und ich am 17. Oktober dieses Jahres 48 Jahre zusammen sein werden. Das ist in der Tat ungewöhnlich heutzutage. Das ist wohl so, ja. Sie haben ja aber Ihre Söhne, die haben das vorhin schon erzählt, Nordsee ist Mordsee und so, sehr früh einbezogen. Auch in Chattern spielt ja, Genghis die eine Rolle und ihr Bruder damals noch die Hauptrolle. War das immer auch so, dieser Gedanke, Einheit von Leben und Arbeiten, Familie und so weiter, das möchte ich alles irgendwie zusammenbringen, die Kinder sollen auch dabei sein oder wie hat sich das war anders. Ich habe das versucht, für Nordsee ist Mordsee zu skizzieren. Ich habe die beiden gesehen und daraus ist die Geschichte entstanden. Also Sie waren Inspiration sozusagen. Ja, und für Chetan, der Indianerjunge, da war Genghis die Inspiration. Genghis wollte reiten, Genghis wollte draußen sein. Und ich habe mich damals sehr mit, also angeregt, auch durch meinen Großvater mit der Geschichte der USA und Mexikos beschäftigt. Und daraus ist das entstanden. Aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, Filme darf ich nur machen, wenn meine Kinder dabei sein können. Das hat sich so ergeben. Nun ist Genghis ist ja, glaube ich, kein Schauspieler geworden, aber Uwe ist Schauspieler geworden, ein sehr bekannter sogar und hochgelobter auch durchaus. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie seine Karriere?
Ich freue mich. Okay, also ist es soweit. Dann möchte ich wirklich dann in der Endphase doch noch mal darauf kommen. Sie haben ja vorhin mir unterstellt, ich würde Sie für alt halten. Das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, das ist auch im Gespräch sehr deutlich geworden, wie wach und interessiert und nach vorne gewandt Sie auch sind, auch wenn ich Sie immer wieder auf die Gleise der Vergangenheit gesetzt habe oder das mindestens versucht habe. Aber natürlich interessiert mich und sicherlich auch unsere Zuschauer, unsere Gäste, was Sie denn im Moment machen. Also was noch an Projekten, an Ideen in Ihrem Kopf ist, woran Sie arbeiten und so weiter. Denn dass Sie sich zur Ruhe gesetzt haben, das glaube ich nicht. Nein, ich habe das, ich habe das Glück, dass ich seit anderthalb Jahren oder ja, seit anderthalb Jahren mit Fatih Akin zusammenarbeite als Co-Autor. Also wir haben im vorigen Jahr, Fatih ist der eigentliche Macher, ich habe am Drehbuch für Chick mitgeschrieben. Chick ist nach einem Roman von Wolfgang Herrndorf und der Film ist jetzt fertig, also befindet sich in der Endproduktion, wird am 16. September seine Premiere haben. Und im Augenblick bin ich so ein Gehilfe für das neue Drehbuch aus dem Nichts, was Fatih Akin schreibt. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit Fatih Akin charakterisieren? Ist das so, dass Sie so ein bisschen der Mentor sind, der ja doch als genau. Der deutlich Ältere und so? Oder wie kann man diese Zusammenarbeit beschreiben? Autor und Co-Autor. Okay, sehr nüchtern wie immer. Okay, dann würde ich noch mal gerne fragen, wir leben eigentlich fast immer in unruhigen Zeiten, aber im Moment leben wir ja in besonders unruhigen Zeiten. Wir haben ein Erstarken der rechten Bewegungen überall in Europa und über Europa hinaus. Würden Sie sehen, dass im Moment auch die Kunst, der Film da eine Aufgabe hat, darauf reagieren muss? Oder ist es eher so, wie Sie es vorhin gesagt haben, also man hat eine gute Geschichte und dann macht man einen Film daraus. Das deutet ja eher darauf hin, dass so die gesellschaftliche Situation nicht so die zentrale Rolle spielt. Nee, wir sind ja, also um eine Banalität auszudrücken, wir sind ja gesellschaftliche Wesen. Wir sind ja Gruppentiere. Und die Aufgabe des Künstlers besteht nicht darin, dass er jetzt wie ein Schulmeister vor die Klasse tritt und eine Belehrung ausspricht. Aber wenn er sensibel ist, dann kriegt er den Zeitgeist zu fassen. Den Zeitgeist und bringt ihn in eine Form und macht ihn habhaft sozusagen. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, oh, jetzt sind hier 837.000 Syrer, jetzt muss ich mal einen Film über Syrer machen. Aber wenn man eine Geschichte hat oder wenn man darüber nachdenkt und als Zoon Politikon, wie das der Grieche ja genannt hat, also als ein der Stadtgemeinde verhaftetes Wesen, dann wird man sich damit beschäftigen, dass da die Syrer kommen. Und dann entsteht in einem eine Geschichte. Sie merken, ich glaube, dass Kunst ihren Anfang in der Intuition nimmt und nicht in sozusagen einem moralischen Gebot. Ich muss jetzt einen Film über Flüchtlinge machen. Sondern es ist da eine Intuition. Ich kann ja gar nicht anders als ein politisch
politisch verhafteter Mensch kann ich ja nicht leugnen, dass im Augenblick da die Flüchtlinge einen Teil der Öffentlichkeit besetzen. Und darauf reagiere ich emotional. Und wie reagieren Sie auf, ich sag mal, die doch deutlicher sichtbare Spaltung der deutschen und der europäischen Öffentlichkeit, dass wir plötzlich eben sehen, da gibt es Leute, die haben sich vielleicht das ewig nicht getraut zu sagen, aber jetzt kommt es einfach hervor, die wollen nicht in der Nachbarschaft mit irgendwelchen dunkelhäutigen Menschen leben, und den anderen, die es ja eben Gott sei Dank auch in großer Zahl gibt, die eben die Willkommenskultur hier überhaupt erstmal geschaffen haben und sich in teilweise wirklich erstaunlichem Maße engagieren. Erschrocken. Und zwar deshalb, und mit einem schlechten Gewissen, und zwar deshalb, weil man nicht sensibel genug gewesen ist, weil man nicht genügend aufgepasst hat, nicht die Ängste, die immer hinter solchen spektakulären politischen Entwicklungen stecken, sind immer Ängste, die Energie, Ängste. Und wir haben das einfach nicht ernst genommen. Was die Spießer da, Was hätte man denn machen können? Ja, man hätte sehr viel früher auf die aufkeimenden Existenzängste der sogenannten kleinen Leute eingehen müssen. Man hätte alternativ, ich weiß es auch nicht, ich weiß nur, dass wir, die wir uns einbilden zu wissen, wo es längst geht, wir haben einfach blind und taub vor uns hingewerkelt und haben das nicht bemerkt. Während eben die Gaulands oder so dafür sofort das richtige Wort hatten. Die haben absolut keine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Aber sie haben die Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen mit bestimmten Stichworten. Und das macht mir Angst. Aber man muss eben auch sehen, dass die Sozialdemokraten und die CDU, die ja auch kaum noch voneinander zu unterscheiden sind, da hat Seehofer schon recht, Frau Merkel ist eine Sozialdemokratin, dass die so abgehoben sind, dass sie das, was früher der Gewerkschaftssekretär oder der Parteigenosse in der Ortsgruppe erlebt haben, was die da womit sie sich auseinandersetzen mussten, das ist weg. Schauen Sie, jemand wie Müntefering, der hat ein Handwerk gelernt. Zweiter Bildungsweg, Abendschule. Ja, die kamen direkt aus der Not der kleinen Leute. Aber was hat will ich keine Namen nennen, aber die haben studiert. Das stimmt. Oder manche haben auch nicht mal zu Ende studiert. Der jetzige außenpolitische Sprecher, Herr Annen, ist, weiß nicht, 16. Semester oder irgendwie. Nein, er hat inzwischen abgeschlossen. Ach, hat er inzwischen abgeschlossen? Doch. So. Gut. Ich denke, wir sind jetzt ein wenig auch doch in Zeitdruck geraten. Ich könnte natürlich ewig weiterfragen, aber auch die Zuschauerfragen sollen natürlich noch zu Ihrem Recht kommen. Deshalb bitte ich jetzt meine Kollegin Ruth Esther Geiger, hier auch auf das Sofa zu kommen und die Zuschauerfragen an Hag Bohm zu stellen. Ja, guten Abend. Hallo. Hag Bohm. Ich habe 6 Fragen gekriegt. Wir können mal gucken, wie lange wir das machen wollen, wie weit wir kommen. No? Wir sind ja heute live und deshalb müssen wir. Wie viel Zeit haben wir denn? Punkt noch? An. Wir haben noch, glaube ich, 8 Minuten. Oder genau. So, ne? Also einfach stoppe mich, wenn es zu viel werden. Die erste Frage weist etwas zurück zum Anfang des Gesprächs als Jurist noch. Sie sagten da, zuletzt wäre ich Anwalt geworden. Ist die Frage, das wäre das Letzte gewesen, Anwalt zu werden? Oder zuletzt hatte ich die Idee, vielleicht Anwalt zu werden? Nein, ich habe gesagt, so die letzte Phase meines Daseins als Referendar war
die Aussicht, dass ich, also wenn ich Jurist geblieben wäre, wäre ich Strafverteidiger geworden, so. Weil das ist ein Rechtsgebiet, was mich bis heute interessiert. Ich habe mal einen Film gemacht, Der kleine Staatsanwalt. Genau. Und ich habe einen Film gemacht über den Prozess gegen die gegen Marianne Bachmeier. Und ich habe einen Film gemacht über einen Fall, der sich Anfang der 60er abspielte, Vera Brühne. Also ich habe mich immer wieder mit Strafrecht beschäftigt. Gut, das war ein bisschen missverständlich vorhin formuliert, beziehungsweise es ist als Frage gekommen. Dann, Sie sind ja auch als Dozent oder Professor tätig dann an der Ausbildung für Filmstudenten. Konnten Sie da Ihre Ideen gut weitergeben, was die Konzeption von Filmen, die Sie wichtig finden, nämlich Geschichten zu erzählen, betrifft? Und haben Sie da besondere Talente entdeckt? Haben Sie da zum Beispiel Fatih Akim entdeckt als Student? Entdeckt, also, in Tüdelchen? Ich will jetzt nicht den, die ganze Zahl an Namen, also die ganze Zahl meiner erfolgreichen Studenten hier runterbeten, weil dann vergesse ich jemanden und dann habe ich jemanden verletzt. Aber Fatih Akin, das ist eine besondere Geschichte. Fatih Akin hatte gerade Abitur gemacht und hatte an einem Kurzfilm gearbeitet und hat sich bei uns beworben. Und wir waren aber ein Aufbaustudium und Voraussetzung war ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Und außerdem war es so, man musste sich, das war ein Element dieses Konzeptes, man musste sich entscheiden, ob man Regie machen wollte, Drehbuch machen wollte, Kamera oder Produktion. Und Fatih wollte auf jeden Fall Drehbuch schreiben und Regie machen. Und er hatte einen Film, der war abgedreht und sagte mir, ich sollte dann doch mal kommen und mir die Muster angucken, dann würde ich schon sehen. Und wir haben uns über diesen 19-Jährigen einfach amüsiert und gesagt, das kommt nicht in Frage. Das ist die Geschichte. Und das war er dann? Das war er dann, ja. Gut. Gut, dann wollen wir mal nicht, dass Sie Namen, andere Namen nennen, um niemanden zu beleidigen oder zu vergessen. Aber Sie können Ihre Ideen oder konnten Sie als Dozent gut Ihre Vorstellungen also von was ist ein guter Film, ein guter Film also in Deutschland? Also letzten Sonntag war eine ehemalige Studentin von mir zum Mittag und die hat so scherzhaft gesagt, dass sie, wenn die da am Set sind, manchmal dreht sie dann auch mit einem Kameramann, der aus unserer Schule kommt, dass die dann sagen, oh Gott, was würde Haag jetzt sagen? Okay, ist er noch ein bisschen dabei, das ist schön. Nächste Frage ist, wie prägend war die Zeit mit Fassbinder für Sie? Und auch noch mal eine Zuschauerfrage, könnten Sie uns vielleicht eine Anekdote erzählen aus der Zeit mit Fassbinder? Also ich glaube, die... Nur eine kurze, aber. Ja. Nein, ganz kurz. Ich glaube, die Zeit mit Fassbinder war überhaupt nicht prägend. Oh. Weil meine Filme haben mit Fassbinders Filmen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und eine Episode fällt mir nicht ein. Gut, ist auch eine Antwort. Müssen wir leider jemanden enttäuschen. Jetzt was ganz anderes. Sie sagten, Sie haben sehr stark die darstellende Kunst und die bildende immer beeindruckt und beeinflusst. Auch die Musik? Und gibt es eine besondere Musik, die Sie oder Richtung, die Sie besonders beeinflusst hat? Meine Mutter, also meine übrigens amrumstämmige Urgroßmutter war Pianistin und Klavierlehrerin in Altona und das ging so durch und meine Mutter hat sehr viel Schubert gespielt. Also wenn, dann ist es die deutsche Romantik. Das ist schön, denn die Zusatzfrage war, ist es eher Musik aus der Heimat oder eher aus dem Ausland? Also haben Sie im Grunde genommen die Antwort hier schon zu der in Klammern gestellten Frage gegeben. Und dann kommen wir noch einmal zu Heimat und Identitätsbildung. Unterstützt Heimat für Sie eher die Identitätsbildung oder erschwert sie sie? Eine sehr philosophische Frage. Ich glaube, also die Definition von Heimat, die können wir jetzt nicht liefern. Aber das, was ich emotional umfasse,
wenn ich Heimat sage, dann meine ich auch, dass das essentiell ist für die Identität. Also man ist letzten Endes das, was man durch die Umgebung, aus der man kommt, geworden ist. Man wird geprägt und diese Prägung hat etwas mit diesem, ja, mit dieser Situation zu tun, die ich Heimat nennen würde. Und in meiner, wenn ich da auf das Christianeum noch mal zum Schluss verweise, die Menschenrechte, das Grundgesetz, also all diese Werte, die letzten Endes der Humanismus ausmacht, wurden natürlich durch das humanistische Gymnasium vermittelt und sind ein Teil meiner Person. Ja, danke schön. Dann die letzte Frage betrifft die Wölfin, die schwangere Wölfin und den Heimatbegriff. Kann es sein, dass Ihnen da der Plot noch nicht ganz eingefallen ist, weil Sie mit dem Bayerischen Wald noch nicht so viel verbinden oder überhaupt nicht so viel verbinden? Doch, ich verbinde mit dem Bayerischen Wald sehr viel, weil der erwähnte Freund Erik Ziemen, der sozusagen, der ist an einem Gehirntumor gestorben, aber er war, wie man so sagt, mein bester Freund und ich war sehr viel im Bayerischen Wald. Mhm. Nein, daran kann es nicht liegen. Vielen Dank für die Beantwortung der Zuschauerfragen. Vielen Dank für die Fragen, die von Ihnen kamen. Ja, von mir aus auch vielen Dank. Ich finde, das waren wirklich ganz tolle Fragen. Also waren beim letzten Mal auch toll, aber das sind wirklich, ich weiß nicht, wie Sie es empfunden haben, hat wirklich noch mal etwas hinzugefügt. Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Bohm. Gerne. Das hat meine Erwartungen mindestens erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Und so wenig haben Sie gar nicht gesprochen, wie Sie vorher gesagt haben. Das war wunderbar. Also wir haben so viel, glaube ich, davon profitiert. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch an Sie hier im Studio. Herzlichen Dank an alle Zuschauer. Und für die Zuschauer, die jetzt ja keine Möglichkeit haben, direkt Fragen zu stellen, aber die haben doch die Möglichkeit, uns zu schreiben. Wenn Sie Lob, Kritik, Anregungen, Fragen haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail und zwar an die Adresse salon@patriotische-gesellschaft.de. Dann werden wir Ihnen nach Möglichkeit, wenn es sich denn um Fragen handelt, gerne auch antworten. So, bevor ich nun die Sendung beende, möchte ich noch darauf hinweisen, das nächste Mal im August ist Ruth Esther Geiger mit einem neuen Gast hier wieder auf Tide TV und ich hoffe, Sie alle werden auch wieder dabei sein. Auf Wiedersehen.